Musica is proudly presented by Rolex. They're young opera singers. They've finished their studies and now they're ready to embark on an exciting career. But where to start? L'Opéra Studio de Zurich, ça a été une grande école pour moi. Ce que ça m'a donné, c'était une sorte de barre très très haute à atteindre en me disant « ça c'est le niveau que je veux atteindre, donc il va falloir que je travaille ». It's a lot of hard work, but many have gone on to perform on the world's greatest stages. Being in a place like this, where you're getting the stage experience, you're getting to work with these amazing singers and see how they work, is perfect. We follow the young, inspiring singers from the International Opera Studio in Zurich. The next generation of opera's rising stars. The British tenor Maximilian Lowry and Swiss soprano Chelsea Zurflu are part of the International Opera Studio, founded in 1961. It's the first of its kind and a pioneer for many academies today. Hauptsächlich lernt man auch, was diesen Beruf alles ausmacht. Also was gehört alles dazu? Es ist ja nicht nur Schauspiel und Singen. Es sind auch persönliche Sachen. Und was sind meine Ziele? Was möchte ich alles erreichen? Also wo möchte ich eigentlich hinkommen? Und das muss man schon alles sehr gut timen und planen. Noch einmal. The Opera Studio marks an important transition between studies and a professional career. Das ist wirklich eine Brücke, denn wir sind in einer Situation, wo die trainiert sind über ein oder zwei Jahre täglich und die bekommen dann ihre Erfahrung bei uns und auf der Hauptbühne. With a lot of empathy, the teachers create a safe space for these young artists. Genau, genau. Danke. Dann kommst du langsam und halt dich wirklich fest, halt dich wirklich. Okay. Voice coaching, masterclasses and lessons in stagecraft are at the heart of the training. Was kannst du mit deinen Augen? Was passiert da? Was kannst du mit deinem Rücken? Das ist auf der Bühne alles wichtig. Wie läufst du? Wie schaust du? Wie machst du dich verständlich? Wie nimmst du eine andere Person wahr, ohne sie anzusehen? Gut. Maximilian studied singing in Oxford and London. He's among 18 young singers from around the globe who now get the chance to learn from the best. The main thing is having teachers and staff who are absolutely invested in you, and you've got the time to develop without the pressure of being, you know, thinking that you must go on stage and you must sing these main roles and it needs to be perfect. In a coaching session with the director of the opera studio, South African-born contralto Freya Apfelstead is getting valuable advice. So here's the thing. I think it can be very beautiful to have these moments where we really focus on your voice. But what I think would help is to make sure you don't lose movement, even if it's slow. Wenn ich mir überlege, wie ich überhaupt vor meinem Gesangsunterricht geklungen habe und wie ich jetzt klinge, ist es so ein Riesenunterschied. Und ich war auch damals viel schüchterner als jetzt. Also ich finde es viel leichter, aus mir rauszukommen und meine Persönlichkeit richtig einzusetzen auf der Bühne. Also das kann man beides sehr, sehr gut trainieren. Genau. Ich wollte dir nur sagen, halt psychologisch musst du dich ein bisschen, alles so ein bisschen antizipieren. Weil im Moment ist es so, ich muss warten und dann los. Ja. Sie müssen sehr stark sein, sie müssen die Kraft haben, in einer schwierigen Karriere erstmal zu starten, aber dann durchzuhalten. Und dass sie sich wohlfühlen, ist mir wichtig, dass sie sich stimmlich weiter in eine gesunde Richtung entwickeln. A couple of months later, Freya and Chelsea are on their way to the Swiss city of Winterthur. It's where they're preparing their own production. Very few academies offer this incredible opportunity. They're absorbed in an intensive rehearsal schedule preparing Handel's masterpiece, Circe. The opera is based on the story of Xerxes I of Persia, and it's vocally challenging. Mm-hmm.
Meanwhile, back in Zurich, Maximilian is getting ready for the big stage, but he's had to make a small sacrifice. Me personally, I've had to lose the beard for Benvolio in Romeo. I had a great big beard, but they wanted the character to be rather younger. For many of the young singers, it's their first professional experience with some of the best on stage, an extraordinary opportunity. Maximilian meets the famous French tenor Benjamin Bernheim, who also started his career at the International Opera Studio. It's good to see you. How useful did you think it was to be in a studio at the house, particularly this house, and how has it then helped your career or not? Well, many things were very helpful. I was this baby tenor. I arrived here. I was very lucky that I could be singing very early in productions. And I could be just next to those amazing monsters and learn again from having a very little phrase to sing. I mean, you know that. And you have a very little window to show what you're able to do. And then just observing and learning. That was very important. They share the stage in a new production of Romeo et Juliet. Pour moi, l'Opéra Studio de Zurich, ça a été une expérience extraordinaire. C'est-à-dire que chaque soirée, chaque représentation, il y avait au moins une star sur scène. Un soir, il y avait Fleming, il y avait Cecilia Bartoli, Jonas Kaufmann, Piotr Beczala. C'était un foisonnement de stars. Ce que ça m'a donné, c'était une sorte de barre très très haute à atteindre en me disant « ça, c'est le niveau que je veux atteindre, donc il va falloir que je travaille ». Watching Benjamin Bernheim work is incredible. It's not just in the performances, but the rehearsal processes and seeing how he treats things differently in rehearsals to performances and how the performances add the extra shine and sparkle. It's something very to inspire and to make me want to work harder and harder at technique and all of these things. Juliette is embodied by the French star soprano Julie Fuchs, who loves sharing the limelight with the rising artists. Moi, je trouve que c'est toujours un atout pour une production d'avoir des membres de l'opéra studio de la maison. Ils apportent toujours, je trouve, une énergie, un enthousiasme, une humilité. Voilà, une jeunesse, une fraîcheur. Je suis toujours heureuse quand il y a des membres de l'Opéra Studio sur une production. Back in Winterthur, it's the last rehearsals before the big premiere. The young artists are in a great mood. Der Zusammenhalt ist sehr gut, finde ich. Also wir sind eine gute Gruppe, coole Truppe. Wir haben einander gern. Wir essen zusammen Mittag oder gehen Kaffee zusammen nehmen nach den Proben oder zwischen den Proben. Away from the stage, they're taking their mind off things in between rehearsals with a trip to a chocolate factory to prepare a special surprise. Also es gibt ja die Tradition, dass man sich gegenseitig kleine Premierengeschenke mitbringt. Ja, man beschenkt die Kollegen mit Schokolade, Plätzchen, kleinen handgebastelten Sachen ganz oft auch. Und ich denke, dass das auch ein schönes Premierengeschenk wird für die Kollegen. It's the day of the premiere and Maximilian has come to Winterthur to watch his colleague's performance. And it would be nice to go and see what these guys have been working on all this time and obviously seeing how Freya and Chelsea have done and what they've been working on would be amazing. Oh, la la.
meine Zukunft stelle ich mir schon sehr positiv vor, dass ich singen kann an Orten, die ich mir jetzt nur erträumen kann und dass ich einfach an ganz vielen verschiedenen Orten richtig tolle Rollen singen darf. Das ist schon mein Traum. Ich habe hier wirklich wahnsinnig viel lernen können. Ich dachte mir immer, ich muss eine bestimmte Rolle erfüllen auf der Bühne. Ich habe mich dabei immer so ein bisschen komisch gefühlt, weil ich dachte, ich muss mich verstellen auf der Bühne. Aber an sich ist es komplett andersrum. Also man muss seine Persönlichkeit mit auf die Bühne bringen und schauen, was man von sich selbst in einer Rolle dann eben wiederfinden kann. Was proudly presented by Rolex.